Schuhpaten. Ja, dann geben wir denen nochmal Gas. Zumindest probieren. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, die sind sauer, Leute. Oh, kacke. Boah, die halten aus. Boah. Scheiße. Oh, kacke. Alter, wie sollst du denn das schaffen? Ehrlich jetzt. Wow, wow. Die flippt mir aus. Wie soll man das schaffen? Oh, kacke. Wow, 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 wow. Ja. Kacke. Ja, der weicht aber auch gut aus, muss ich sagen. Ja, die weichen mega gut aus. Jetzt kommt es. Ja, ich muss mal den Ding aufladen da. Dann geht's, den haben wir gleich jetzt. Meine Schmieren daher. Oh, 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 oh. Das Beste kommt erst noch. Ja, schauen wir mal. Ein Schlag noch. So, jetzt haben wir das wieder und jetzt Attacke. Müssen wir mal ein bisschen Damage machen. Boah, die sind hardcore. Aua. Also, sie hilft, wenn ich das ein bisschen mit, muss man sagen. Ja? Der Dicke da, der ist ungut. Was sind die ungut? Fuck! Scheiße. Au, 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 au. Einen haben wir, weil den anderen hänge ich aus. Aua, aua, aua. So, und jetzt ran. Haben wir den, hoffentlich. Nee, noch nicht ganz, aber gleich. Gleich. Scheiße. Jetzt haben wir. Wow. Na, scheiße, und dein Bruder nicht, nur du gehst auch drauf. Oh, wir haben sie besiegt. Das war ein Hardcore-Fight. Was ein Boss-Fight. Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Rätsel am Leuchtturm! Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die doch, Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Huh? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod. Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. Oh, die ist ein bisschen pisst, glaube ich. Aber oh, ich hoffe, ich habe diese Arena jetzt hinter mir. Das ist echt nicht lustig, sowas. Immer wieder von vorne, Leute. Das ist ein bisschen mies, ne? So, wir haben die neue Mission. Triff den Eigentümer der Arena. Ich finde das ein bisschen komisch. Das ist so weit weg, ist Rachen. Das sag ich doch, das ist die falsche Quest markiert, Leute. Da sind wir. So. Sprich mit Otto Foto. Otto Foto. Grüß dich.
Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Alles klar, wir sollen die wahrscheinlich umnehmen in Gladiatoren-Arena. Arena freigeschaltet, du kannst jetzt jederzeit wiederkommen und dich neuen Herausforderungen oder Bossen stellen. Ach du Scheiße. Aber ich werde das mal ganz kurz probieren, wenn wir schauen, was man da machen kann. Vielleicht kann man da Geld oder sowas verdienen. Aber ich muss sagen, die Story von der Arena, das war ein bisschen scheiße. Was haben wir hier? Herausforderung? Was ist das? Arena-Ergebnis. Achso, die Brüder, das haben wir ja schon. Beendet zur Freischaltung? Achso. Ja, die müssen wir dann platt machen, dann können wir den da machen oder so. Okay. Die Brüder 1. Normales Schwert und normales Schwert. Hä? Okay. Ja, schauen wir mal, die Brüder 1. Brüder 1, 2, 3. Achso, warte mal. Ein einfacher Kampf gegen Soldaten inmitten von Stacheln. Aha. Ach so, das ist der Bossfight, genau. Ja, aber das haben wir doch schon freigeschaltet, das verstehe ich nicht. Ende zur Freischaltungsfolge. Aha. Dann müsst ihr den Bossfight dann nochmal machen. Aber das haben wir ja eigentlich schon, ne? Machen wir mal das, vielleicht kriege ich da irgendwie Geld oder so. Und dann verhauen wir es. Mehr Gladiatoren betreten den sandigen Blutring. Aber Arena ist nicht so meins, Leute, das sage ich ehrlich. Mal probieren wir es halt, aber muss ich nicht unbedingt haben. Reißt Serapis! Noch ein Gladiator fällt! Ein Festmahl für Sobek! Ah, Scheiße! Das ist ein bisschen ein Problem hier, wenn die alle kommen. Muss man ein bisschen laufen. Aua! Arschgeigen. Ah, Scheiße! Ach, scheiß drauf, Leute. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Arena. Das ist scheiße, diese Arena. Das ist echt nicht lustig. Das ist einfach nur demotivierender Scheiß. Gehen wir da raus. Fertig, Aktivitätsblödsinn. Das sind so Spaß, Nebenmissionen irgendwie oder sowas, ne? Aber ich finde das nicht lustig, die Arena, also. Weil es ist nicht unbedingt fair gemacht, ne? Weil du kriegst nur dieses scheiß Schwert und die Pisser, die haben alles, ne? Die haben Schilde, die haben Speere, Pfeil und Bogen, Keulen. Und du kriegst nur so ein scheiß Schwert. Wenn man wenigstens die Waffe aussuchen könnte, naja, wäre das lustig, aber so. So scheiße drauf. Jetzt muss ich schauen, ob die richtige Mission hier. Nee. Falsch. So, das da. Die Rache des Krokodils. Also, was sollen wir jetzt machen? Sie leben im nachts in der Villa. Alles klar. So, wir müssen da rauf. Da rein. Und das ist ein riesen Platz. Da gibt es Hauptmänner und alles. Also, da haben wir ein bisschen was zu tun. Also ich möchte die Hauptmänner natürlich auch machen, aber wie gesagt, das wird ein bisschen dauern. Das ist eine riesige Festung, die größte bisher. Das ist die Kornkammer von der Rote Frischbach.
Das Krokodil muss da drin sein. Das ist gigantisch, Leute. Schaut euch mal das an. So, das suchen wir jetzt, die Alte. Ja, dann machen Drachensteigen hier. Es ist halt groß, sage ich mal. Am besten noch mal ein bisschen markieren hier, so gut es geht. Wir sind da Hauptmänner und alles Mögliche. Man natürlich alles markieren hier. Was sehr viel ist. Schätze, Hauptmänner, alles gibt's hier. Und sogar nur einen kleinen Nebenauftrag. Nicht nur einen, so wie es ausschaut. Wie ihr seht, Unmengen an Soldaten. Das ist echt schon extrem, hä? Boah. Extrem. Also ich würde sagen, wir gehen einfach zum Ziel, erledigen das und dann alles andere. Wenn ich mal das hier anschaue, Leute. Vier Schätze, einen zwei Hauptmänner und einen Kommandanten. Also wenig ist es, ne? So, muss ich da runter? Wow. Halt! Bleib stehen! Komm mal her. Dieser Ort wird schwer bewacht. Komm mal her da. Wäre ganz gut, wenn der herkommt. Hey, was? Gras wäre geil. Was hast du hier bin verloren? Ich bin da nicht unsichtbar. Geht du den Weg frei! Halt! Na, gehen wir mal darauf. Mal anders machen wir hier, aber ich kann Gras. Bisschen scheiße. Nichts. Ich werde mich trotzdem. Bleib stehen! Hey! Ruhe dort, den haben wir nicht gesehen. Aber der kommt vielleicht her, das wäre nicht mehr so schlecht, ehrlich gesagt. Komm raus! Na los! Kommt über die Mauer, ganz praktisch. Und schaut blöd. So. Hier ist ja kein Sperrgebiet, da kann ich hin. Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Lock mal den jetzt da rauf. Mach mal den Meier. Weil hier habe ich Gras, das geht. Was? Merkwürdig. Ruhe. So, wir müssen diese Gruppe, das geht, loswerden. Ich scanne nochmal hier durch. Wir dürfen da echt keinen übersehen, ja, sonst haben wir einen Arsch offen. Das ist eben das Problem. Da oben ist noch eine Wache. Die protestieren hier, oder was? So. Also, unser Ziel ist da. Jetzt schau ich mal da hin zu dem. Sie muss sie töten, oder was? Sie bleiben da. Das ist unser Ziel, oder was? Die Alte da, oder wie? Also schätze ich mal. Schauen wir mal. Ja, das dürfte sie sein, okay. Ja, dass wir hier, wie gesagt, ein bisschen Übersicht haben. Ich versuche nur ein bisschen was zu markieren hier. Boah, Leute, ey, wie viel hier ist. Wahnsinn. So. Wir sind im Sperrgebiet, ich muss hier aufpassen. Einen nach dem anderen hier loswerden, besonders weil hier so viel Dicke sind. Das ist natürlich scheiße. Was?
Uns darf hier niemand sehen. So, lockt man den da rein. Im Blumenstock fühlt man sich wohl. So, ich werde hier nochmal scannen. Wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Er scheint alleine zu sein, den kriegen wir. So, da drüben nur einer. Dann können wir schon den ersten Schatz. Sieht aus, wie wenn er da reinpisst. Ferkel. Wie komme ich da rauf zu dem? Es gibt mehr Getreide als je zuvor. Die Höfe produzieren Rekorde und füllen unsere Ladehäuser. Wer könnte sich mit unserer Hausherrin messen? Wer hat noch so viel für das Fayum getan? Wir schulden ihr die Treue und immerwährende Dankbarkeit. Kultur für alle. Die prächtigen Statuen von Aphrodite um dieses Anwesen herum bergen ein wunderbares Geheimnis. Diese Abbilder der Göttin der Schönheit wurden alle nach unserer geliebten und ehrbaren Hausherrin. So, mal gucken. Da ist nur ein bisschen Zeug. Um uns allen eine sicherere Gemeinde zu bieten. Das Fayum ist der glückliche Empfänger des Besten der griechischen Kultur. Ja, wir müssen Richtung Ziel. Ehrenhaften Hausherrin. Wir alle profitieren demütig von ihrer Eleganz, Erziehung und unfehlbarem Geschmack. Ah, ein bisschen Propaganda machen die überhaupt nicht, ne? Wenn er steht, ist er auch Unsinn? Nee. Da haben wir nur eine Wache. Dass ich hier eine übersehe, das wäre kacke. So, komm her, du. Dann haben wir weiter. Wir müssen die einfach reduzieren, so gut es geht. Ne? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.